Im Anfang sind viele Leute am hellen Tage geflüchtet, indem sie aus den Fenstern sprangen, die auf den Westsektor gehen. Unsere Feuerwehr war zur Stelle, um zu helfen. Damals beschlossen die Kommunisten, die Mauer auszubauen und die Häuser direkt an der Grenze abzuriegeln. Jedes einzelne Fenster haben sie zugemauert. Von den Maurern sind viele zu uns herübergekommen, um nicht solche Arbeit verrichten zu können. Die Kommunisten haben sogar Stacheldraht über die Dächer gezogen, um auf diesen Fluchtweg abzuschneiden. Viele Häuser entlang der Mauer haben sie dem Erdboden gleichgemacht. Tränengasbomben geworfen, alles haben sie versucht, um uns von der Mauer wegzutreiben. Aber die Tränengasbomben bekamen sie gleich wieder zurück. Sie haben die Felder vermint, ihre Patrouillen verstärkt, noch mehr Wachtürme errichtet. Aber wir haben sie auch beobachtet und ihre schwachen Stellen herausgefunden. Darunter Frauen mit Säuglingen. Wir haben sie erwartet. Über 12.000 Menschen sind im ersten Jahr nach dem Bau der Mauer geflüchtet. Unsere Lautsprecher warnten die Kommunisten, einen 15-Jährigen, als er über die Mauer nach West-Berlin klettern wollte. Sie ließen ihn auf ihrer Seite verbluten. Dann holten sie den Toten und schafften ihn weg. Es war ein Bauarbeiter. Sein Name Peter Fechter. Wir hielten eine Trauerfeier für ihn auf unserer Seite. Ein paar Meter von der Stelle entfernt, wo er angeschossen wurde. Peter Fechter, einer von den 50 Flüchtlingen, die im ersten Jahr an der Mauer ihr Leben gelassen haben.